Da klappt ja. Und willkommen, meine lieben Zuschauer, bei einer neuen Amnesia-Custom-Story. Ich habe gesagt, es kommen neue, ja. Und ich hoffe diesmal, dass ich eine ernste erwischt habe, nicht mal so Witzelemente. Ich will mich richtig groß in bei Amnesia. Also, der Name dieser Custom-Story lautet Mystery. Und sie ist von Flames 3. Der Name sagt mir was. Naja, okay, was sagt denn der Text? Die Beschreibung. You find yourself in a morgue. Weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Who put you here? Dich werden wir herausfinden. Das große Mysterium, das Mysteriöse, was wir erkunden müssen. Okay. Gut. Ja, muss ich laden. Die Ladezeit, die mag ich nicht. Ich muss immer gleich in die Action rein, wobei... Na, ein bisschen lockern hier. Locker. Oh. Da machst du mal. Oh. Bin ich schon... Was passiert gerade? Oh, sind wir in einer Zelle? Oh. Ja. Sehr nett hier. Läuft das gerade ein bisschen anders oder kommt mir das gerade nur so vor? Und da kommt Blut raus. Okay, wo sind wir hier? Ja. Leute, ich muss gerade vielleicht doch nochmal die Aufnahme... kurz beenden. Ich glaube, ich muss gerade was an den Einstellungen ändern. Also, bis gleich. Und, meine Lieben, da bin ich schon wieder zurück. Hat sich jetzt was geändert, oder? Mach. Die Lukasani schon wieder. Hopp. Na, das kriege ich hin. So. So. Na, willst nicht. Willst du vielleicht? Vielleicht sind die ja sowas wie Pinatas und da kommt was raus. Oder kommt da vielleicht was raus? Hey, bist du... Achso, da komme ich gar nicht hin. Kann ich mich hin... Oh! Fa. Okay. Ich habe mir gerade gedacht, das wäre doch ein sehr nettes Versteck. Ja, und das hat sich bewahrheitet. Wer ist da? Ist er noch da? Hallo. Ich habe einen Schatten gesehen, der ist, glaube ich, wieder abgehaut. Und ich komme jetzt nicht raus. Doch, ich komme raus. Ich kann mich hier durchquetschen. Okay, er hat uns die Tür aufgemacht. Das ist ja sehr nett. Dann brauche ich das schon mal nicht mehr zu machen. Oh, da haben wir einen, der schläft eine Runde. Okay, ich könnte mich auch eine Runde hinhauen, aber... Was ist da in dem Rot? Ist da vielleicht Tomaten? Werden da Tomaten gematscht? Nein, da ist auch ein toter Typ. Ja, der nicht mehr lebt. Was haben wir hier noch, bevor ich hier rausgehe? Wir haben Säure, aber wir haben sicher kein Gefäß, aber... Und wir haben auch keine Laterne, wir haben nichts. Nichts haben wir, aber da hinten haben wir noch eine Ritterrüstung, der Kopf noch auf den Schultern sitzt. Gut, sieht schon viel hübscher aus. Das ist moderne Kunst, das gibt es auch, diese Mannequins, oder wie man die nennt, ohne Köpfe. Ein Schrank. Zwei Schränke, oder? Yep, balla. Hallo. Na, dich will ich nicht weiter stören. Du hast wohl gerade irgendeine Sitzung. Und du willst nicht aufgehen. Bin ich... Nein, du willst nicht. Okay, dann schaue ich mal, was hier... Ganz schön dunkel hier. Was ist das? Ist das ein Griff? Ist das eine geheime Tür? Okay, ich kann da zwar aufmachen, aber ich brauche einen Hammer oder sowas. Um da was frei zu kriegen. Ja. Na, wo haben wir es denn? Vielleicht da oben? Brauche ich einen Stuhl? So. Mal sehen, vielleicht ist bei dir oben was drauf. Und ich dachte, die wird jetzt aufgehen. Komm her. Okay, jetzt drehen wir dich mal richtig. Wow. Ganz ruhig, Kleiner. Na, hier ist keine Zeit zum Schlafen. Ich muss ja sehen, ob da oben was ist. So. Ne, da ist nichts oben. Wahrscheinlich hier. Ich muss hier einfach nur weiter schauen. Da ist irgendwo ein Hammer drin. Irgendwo.
Aber da nicht. Oho, was haben wir denn da? Du brauchst das noch nicht mehr, oder? Ja, dann nehme ich mir das an mich hier. Feinarbeit. Na komm. Ja, okay. Das stört ihn nicht im geringsten. Warum sollte es auch? Er ist tot. Okay. Komm hier. Na? Nicht, dass ich was auslöse. Ich mit meinem Glück. Und wir haben noch mehr Öl, aber wir haben noch keine Laterne. Okay. Das wird hier nur alles, los. Zack. Zack. Okay, da liegst du. Oh. Ein Schlüssel. Hoppa. Och. Der hält sich für eine Robbe. Ach, wie süß. Ja, Gott. Jo. Also, du siehst ja echt eklig aus. Die anderen haben noch Anstatt und sind in einem Stück. Weißt du, das kannst du dir ja abschauen. Eine Scheibe davon abschneiden. Wobei, es sieht so aus, als hätte man das schon bei dir gemacht. Ja, okay, hier haben wir keinen Hammer drin oder so. Könnt ihr mir sagen, wo es lang geht? Ja, tut mir leid, ich verstehe kein Nuscheln. Haben wir hier was in der Ecke? Psst, ganz leise. Haben wir hier was? Ne, ne, ne. Und wieder ne. Mühe. Ja, ich kann einfach mal so über der Säure stehen. Okay. Wegen der... Habe ich da doch was gesehen? Wegen der Aufnahme vorhin, ich wollte schauen, ob ich da... ganz schön dunkel hier. Ich wollte schauen, ob ich vielleicht irgendwas ändern kann, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Vlog, sowas mit Fraps, aber... Das klappt anscheinend doch nicht. Das ist so das Maximum, was ich machen kann. Da kommt aber niemand raus, oder? Okay, kann ich den Schlüssel nutzen? Nee. Wo fehlt denn der Schlüssel? Na toll, das große Mysterium. Wie verlasse ich den Raum? Ist da vielleicht doch was hinten drin da bei der Klappe, die nicht ganz aufgeht? Hallo, hast du was für mich? Ja, ja. Vielleicht klappt's ja. Ne, klappt nicht. Gut. Also, großer Schocke ist schon mal vorbei. Ist da oben vielleicht was? Eine geheime Tür. Sieht das nur so aus, oder? Ne, das sieht nur so aus. Ah, bin ich blöd. Der Schrank geht natürlich mit dem Schlüssel auf. Die kann man auch verschließen. Ne? Ich war nicht nah genug dran, oder? Hä? Ich kapier's nicht. Hä? Das muss doch gehen. Was? Ich habe den Schlüssel verwendet. Hey. Achso, der Stuhl liegt hier noch im Weg. Na also, geht doch. Und eine Hammerle haben wir. Und eine Laterne und große Menge Öl. Ah. Ich bin ein Genius. Ich habe es erst in 5 Minuten rausgefunden. Okay, es passiert nichts. Hallo. Jemand da? Ich muss hier irgendwas erahnen. Oh. Da hat aber jemand vergessen, aufzuräumen. Ja. Überall liegen Stühle rum und ich muss hier mich hier durcharbeiten. Ist aber so. Fotze. Oh, da sehe ich doch einen lieben Schatten von einem Monster. Ja. Der wollte nur guten Tag sagen. Was ist denn hier passiert? Tomatenschlacht. Ja, die haben ohne mich angefangen. Die Rüpel. Ich mache hier lieber mal den Schrank auf. Falls ich mich verstecken muss. Oh. Nope. Nope, nope, nope. Nein. Bleib zu. Ay, caramba. Jemand da? Da liegt einer. Hallo. Ach du. Hältst auch ein Nickerchen. Okay, ich gehe einfach mal vorbei und störe dich nicht weiter. Kann ich da durch oder kann ich da weiter? Könnt da weiter.
Lieber mal die Tür zu. Und ich schau mal, was hier drin ist. Alte Manuskripte. Bücher. Und sonst nichts. Okay, dann würde ich sagen, das war ein guter Start für diese neue Custom Story. Im nächsten Part gehe ich in diese Grube rein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Und ja, das war's, wie gesagt, für diesen Part. Wenn er euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Ich bin euer 93 Jovo. I love to entertain you. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und goodbye.